Willkommen zurück bei einem Let's Play von Skyrim, The Dragonborn. Wir sind ja jetzt nun so weit, dass wir jetzt da die Quests von Dawnguard machen. Ich habe mir mal gedacht, ich bin jetzt da mit der Diebesgilde fertig, mit der dunklen Bruderschaft bin ich fertig. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, da mache ich jetzt mal ein Let's Play von Dawnguard als Vampir. Und da suchen wir mal ein bisschen um. Anscheinend ist der aber keiner. Obwohl da ist wer, ein Wolf. Dann werde ich gleich mal einen abknallen. Und Bartz. Volltreffer. Bruder schreibt mir gerade wer. Aber egal, ich habe keine Zeit, der will mit mir zocken. Aber ich muss aufnehmen, nur für euch. Denn was anderes gibt es nicht. So, da haben wir noch einen. Das wird jetzt ein Headshot. Bats. Voll ins Maul. Oh, doch nicht. Geletischer Schlag gegen Hund. Hundefleisch. Na, brauche ich nicht. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas ist. Nö. Schaut nicht so aus. Aber. Na. Hui. Na, wenigstens. In den Bach will ich natürlich nicht. Da ist, okay, nur eine Leiche. Da haben wir ja ein paar welche. Sind die freundlich? Nein, ich glaube nicht. Schauen wir gleich mal. Abknallen und get Joe auf den Kopf. Batz. Und voll daneben. Yay. Aber jetzt treffe ich. Und. Batz. Boah. Dreifacher Schaden macht aber nicht gerade sehr viel Schaden. Nochmal. Hui, jetzt muss ich schnell weg. Bevor sie mich sehen. Und. Hallo, servus und Spaß. Und Chuck. Jetzt gehen wir da schnell. Schauen wir mal, da ist nichts, okay. Und Spaß. Volltreffer. Schnell darauf, bevor sie mich entdecken. Und dann schießen wir da runter. Komm schon. Und nochmal, ja. Wieder auf die andere Seite. Wir dürfen uns halt nicht sehen, weil wenn sie uns mal sehen, sind wir instant down. Und Schuss, Treffer. Yeah, Volltreffer sogar, geil. Das machen wir bei der jetzt auch. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Und. Batz. Ah, leider daneben. Wäre halt geil gewesen. Und Chuck. Aber jetzt. Naja, ich treffe die auch gar nicht. Aber jetzt, Bats. Und gleich nochmal. Bats. Und weg. Puh, wenn die mich jetzt sieht, dann bin ich. Hui, sie dreht sich um. Das ist gut. Jetzt auf den Kopf. Und. Bats. Volltreffer. So geil. Nochmal. Und dann gleich. Puh, jetzt müssen wir weg. Huhu, schnell runter. Ist da eh niemand? Na, passt. Da ist der Troll. Und Chuck. Volltreffer. Und gleich nochmal. Schauen wir mal. Wow. Fuck, Alter, schnell weg. Vor, wenn der uns erwischt, sind wir tot, Alter. Da müssen wir ganz schön schnell sein. Schauen wir mal. Na, verfolgen tut uns zum Glück eh nicht. Schauen wir mal, na, kommt eh nichts. Passt, dann gehen wir mal hin. Dürfte wieder unentdeckt sein. Ups. Ein bisschen verklickt. Schauen wir mal, was habe ich denn für Pfeile an? Was? Elf? Na. Ah, ich habe die Elfen gar nicht ausgerüstet gehabt. 16 Schaden ist schon ein bisschen ein Unterschied. Schauen wir gleich mal. Und. Batz. Nein, ich will nicht runterfliegen. Komm schon. Batz. Yeah. Genug. Und Kopfschuss. Batz. Ja, klar. Trifft natürlich nicht. Okay, push. Ab in den See mit dir. Beziehungsweise Fluss. Und schauen wir mal. Okay. Da ist niemand. Oh, da ist der Troll. Und Batz. Genau. Nicht wegrennen. Was macht denn der jetzt? Batz. Aha, der haut einfach ab. Dann sollte man nachrennen. Weil der regeneriert ja seine HP wieder. Batz. Und Gnadenschuss, Chuck.
Das haben wir geschafft, jetzt dürfte eh keiner mehr sein. Schauen wir mal, der. No. War nur eine Einbildung, weil da waren gerade zwei Punkte. Ich habe mir gedacht, der gehört dazu. Schauen wir mal, was hat denn der? Die Elfenpfeile, perfekt, die nehmen wir alle wieder mit. Wo ist die andere Tussi? Da haben wir das. Wow, das können wir Armbrust. Können wir mitnehmen. Den Helm. Pfeile, perfekt. So, muss ich da eh hin? An, versteck, irgendwie habe ich mich die Quest nicht. Und er zeigt mir auch nichts an. Schauen wir mal. Nimm den Mottenpriester gefangen. Aber irgendwie ist da nichts. Seht ihr was? Ne, ich sehe nichts. Ne, wurscht, gehen wir mal. Gehen wir mal durch, ist ja egal. Ich denke einmal, dass das so passen wird, weil es steht ja auch in der Quest. Gehen wir einfach mal ein bisschen. Schauen wir nochmal. Nimm, wie das passt. Oben steht auch Ort namens Ahnenversteck gebracht. Ja, das dürfte passen eigentlich. Also, keine Ahnung. Aber gehen wir mal da rauf, schauen wir mal, was da oben ist. Diese vielleicht ist er ja da. Oh, ist er da. Die zwei. Knallen wir gleich mal ab. Chuck, da gehen wir auf. Ja. Und. Batz, voll in der Hellheit. Und nochmal Batz. Voll daneben, wie immer. Hui, leucht. Aber den knallen wir jetzt ab. Chuck. Daneben wieder mal. Aber jetzt auch daneben, yay. Ich schieße nur daneben heute. Und tschak. Auch daneben. Ach Gott, treffe ich scheiße. Und tschak, Alter. Und geht schon, einer geht noch. Bevor er darauf kommt, tschak. Und runter. Viel Leben hat er eh nicht mehr. Und batz. Knallschuss. Der ist einmal tot. Tschak. Schnell weg hier. Nochmal, holst mir auf die Mumu. Passt. Und Kopfschuss. Was hat der? Kaiserliche, den brauchen wir nicht. Was hat die? Okay, jetzt nehmen wir alles mit. Passt. Ohne Truhe. Ui, Goldkette. Sehr schön. Das nehmen wir auch. Alles nehmen wir. Alles nehmen wir. Aha, Wüstenfokus, Vampirstiefel, Vampirrüstung der Zerstörung, da kommen wir nicht rein, oder nach oben müssen wir, dann gehen wir halt einmal nach oben. Das kann man dann verwenden, aktivieren. Was passiert hier? Oh mein Gott, es ist ein Erdbeben. Oh mein Gott. Oh, mein Meister ist tot. Dafür wirst du jetzt sterben. Batz. Hui, das Licht geht an. Und tschak. Und tschak. Und batz. Volltreffer. Einmal geht noch. Und. Batz. Steht da jetzt? Ja, Wende, Vampirverwirrung auf den Mottenpriester an. Na, dann machen wir das mal. Da haben wir's. Und. Tschak. Na, okay. Ah, so geht das. Abgeschlossen. Wende die Vampirverführung an. Monsterpriester an. Nähere dich vom Mottenpriester. Schauen wir mal, wo ist das? Das ist es nicht, keine Ahnung, hä? Lebensentzug, sonst haben wir ja nichts. Oder sitzt hier was? Nö, ist ja nichts. So, probieren wir es mal. Ja, das war jetzt heilen, sehr gescheit. Jack, woher seid ihr gekommen? Ich komme von der dunklen Seite der Macht. Aber irgendwie funktioniert das nicht, anscheinend. Da muss ich anscheinend wieder mal, schauen wir mal. Geblendet, Reise nach, ja, das ist glaube ich nicht. Nähere dich von Mottenbrist, um ihn zu deinen Diener zu machen, okay. Machen wir es nochmal. Hilft irgendwie nichts. Aber wir haben ja nichts gehabt. Jetzt schau ich nochmal, warte mal. Das Sklave. Schon mal mit Sklave, vielleicht geht es ja so. Tschak.
geht auch nicht. Jetzt bin ich irgendwie etwas überfragt. Sonst haben wir ja nichts. Wir machen uns mal zum Vampir oder keine Ahnung. Machen wir uns zum Vampir. Sonst gibt es ja keine andere Möglichkeit. Vielleicht hat das ja die Vampirklasse. So. Vampir, ja, geht nicht. Hey. Können nur was am Tag, was? Achso, können nur am Tag verwendet werden. Achso, da, okay, dann machen wir uns jetzt zum Vampirfürst. Wow, das wollen wir sehen. Yeah. Und schauen wir jetzt mal. Im Baum. Da ist nichts. Ja, da haben wir auch nichts. Okay. Das ist sehr interessant. Zurückverwandeln. Dann weiß ich, keine Ahnung. Da muss ich mal einen super Pro fragen, der wird mir da sicher weiterhelfen können, wie ich mich von einem Menschen, zumindest von einem wachen Menschen nähren kann, weil normalerweise geht es ja nur, wenn du schläfst. Also wenn er schläft, dann kannst du dich von ihm nähren, aber hier geht es irgendwie gar nicht. Also verstehe ich das nicht ganz. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einem Let's Play von Skyrim. Euer Goito. Tschüss.